So, meine Lieben, hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Züge in Bayern zu einer weiteren Folge von den Streckenvideos. Heute mal wieder aus der Nähe von Kaufbeuren. Wir haben heute Ostermontag, wir haben heute 15 Grad und Sonnenschein und das schönste Spotterwetter. Allerdings haben wir einen ziemlich starken Ostwind, das Ganze ziemlich kühl macht. Und ja, ich bin heute Ostern bei Verwandtschaft, deswegen habe ich gedacht, werde ich zwischen Essen und Kaffee und Kuchen mal ein bisschen für euch rausgehen. Mit mir wollte keiner spazieren gehen, also dachte ich, dann gehe ich mal alleine raus und nehme euch ein bisschen was auf. Wir spazieren von Kaufbeuern bis nach Leinau und wieder zurück an der Bahnlinie entlang. Und werden mal gucken, was wir alles so für spannenden Zugverkehr sehen werden. Zum einen mit Sicherheit Pesa-Link, Baureihe 612, Linz von der BRB und als Highlight den IC 2085 Nebelhorn mit Baureihe 218 und den IC-Wagen. Und ja, ich denke, es wird sehr viel spannender Zugverkehr dabei sein. Und dann bleibt mir nur noch nichts anderes zu sagen, als euch viel Spaß beim Zugucken zu wünschen und sehen ab. Ich habe 77 von Augsburg nach Füssen über Markt Oberdorf. Die Abfahrt in Kaufbeuern auf Gleis 1 um 13.45 Uhr, heißt, er wird hier so gegen 13.43 Uhr vorbeikommen. Und darauf folgend der RE 79 von Buchloe nach Kempten, über Biesenhofen-Günzach. Der ganze Zug hat Abfahrt um 13.51 Uhr auf Gleis 1 in Kaufbeuern und ist eine Solo-Einheit Pisa Link, Baureihe 633 von DB Regio Bayern Allgäu. Was die BRB für einen Zug ist, werden wir dann gucken. So viel dazu. So, da kommt auch schon die BRB. Doppeleinheit Lind 41, Baureihe 623 von der BRB. Vom OLB-Netz. Hier aus dem Viertel. Hier bin ich aufgewachsen, ein bisschen aus meiner Kindheit. Ich zoome euch mal ein bisschen ran, weil heute mal sieht man auch die Berge richtig schön. Die sind richtig nah. Heute ist richtig viel Föhn. Richtig geil. Richtig schön. Hier in den Berg, Leute, habe ich mega gute Erinnerungen. Dort bin ich früher mal mit dem Schlitten runtergefahren. Von dort ganz oben. Hier runter über den Weg. Hier stand der Strauch noch nicht, bis hier runter ins Feld immer. Und es war richtig geil. So, ich höre schon den nächsten Zug, die singen den Schienen. Das ist der Pesa Link nach Kempten. Sehr cool. Dort hinten versteckt sich ein Bauernhof. Da hat hier auch ein paar umliegende Felder mit Rindern und Milchkühen. Und da habe ich auch ganz oft Videos aufgenommen von dem, als der auf der Wiese hier zum Beispiel vor oder hinter dem Gleis gearbeitet hat. Jetzt kommt dann schon mal gleich der 612er dort hinten. Ich sehe ihn schon. Der RE70 mit RE76 nach München von Lindau und Oberstdorf, Doppeleinheit Baureihe 612 von DB Regio Bayern. Habe ich ja schon gesagt. Da hat man auch schon die Neigetechnik gesehen. Sehr cool. Den nächsten Zug, den wir jetzt hier in der Kurve sehen werden, ist der RE79 von Kempten nach Buchloe, der um 14.06 Uhr in Kaufbeuern auf Gleis 2 Ausfahrt hat, Solo-Einheit Pesa Link, Baureihe 633 von DB Regio Bayern Allgäu. Und dann werden wir wieder weitergehen. So, das war jetzt die Blickrichtung in die andere Richtung, weil so viele Leute da waren. Aber egal, ne? Gehen wir mal weiter. So, seht ihr, so sieht es hier mal jetzt aus. Wir gehen jetzt ein bisschen mal hier an dem Weg entlang und gucken, was dann hier so als nächstes kommt. Zum einen wird auf jeden Fall mal kommen
der RE70 von München nach Lindau-Eutin mit RE76 von München nach Oberstdorf über Kaufbeuren-Kempten im Innenstadt, wo die Zugteilung dann stattfindet. Der hat Abfahrt um 14.20 Uhr auf Gleis 1 in Kaufbeuern, Doppeleinheit Baureihe 612 von DB Regio Bayern, Allgäu. Und die RB77 von Füssen nach Augsburg Hauptbahnhof über Buchloe. Abfahrt um 14.19 Uhr in Kaufbeuren auf Gleis 2, heute mit 8 Minuten Verspätung um 14.27 Uhr. Ich nehme mal an, Doppeleinheit Lind 41, Baureihe 623 von der BRB vom OLB-Netz. Genau. So, da hinten kommt der 612 auch schon. Alles, was ich gesagt habe, stimmt. Wir sind übrigens am Kilometrierungspunkt 16,2. Das steht direkt neben mir. Da seht ihr auch wieder, wie er sich in die Kurve deckt. Hier seht ihr das Kilometrierungspunkt 16,2. Das sind die Kilometrierungstafeln, die mit dem Ebola in der Lokomotive oder im Triebfahrzeug übereinstimmen. Und wo der Lokführer dann weiß, wo er sich befindet, beziehungsweise bei Störungen zum Beispiel, kann er die Kilometrierung an die Leitstelle oder an die Fahrdienstleitung geben, dass, wenn es einen Notfall gibt, dass die dann auch wissen, wo er sich der Zug gerade befindet. Ist also eine richtig gute Orientierungsmarke. Genau. Leute, das ist einfach wunderschön, durchs Grüne an zu Ostern, am Ostersonntag durchs Grüne zu spazieren und einfach mal nebenbei ein bisschen was für euch aufzunehmen, was für die Gesundheit zu tun, was für die Diät zu tun, aber auch einfach die Natur zu genießen und in Kindheitserinnerungen zu schwelgen. Wunderbar. So, die BRB hat mittlerweile 15 Minuten Verspätung. Das heißt, die wird hier gegen 36 vorbeikommen. Das heißt, wir werden jetzt hier an der Stelle vorher noch den IC 2085 Nebelhorn von Hamburg-Altona nach Oberstdorf sehen, der in Kaufbeuern um 14.37 Uhr auf Gleis 1 Ausfahrt hat. Baureihe 218 mit vielen Fernverkehrswegen von DB Fernverkehr. Genau. Also ich meine, ich bin ja kein Graffiti-Fan, aber schaut mal, das sieht ja schon ein bisschen geil aus. So, die BRB kommt dort hinten. Ich glaube, der IC auch. So eine Zugbegegnung. Mega geil. Viel Spaß. Das Ganze war sogar in Lind 41 und in Lind 54, Baureihe 623 und 622 von der BRB vom OLB-Netz. Sehr geil, gehen wir weiter. Seht ihr, wir sind jetzt den ganzen Weg hergelaufen, wir sind jetzt quasi bei der Halbzeit und gehen wieder zurück. Und schaut mal, wie geil man die Berge heute sieht. So, seht ihr noch den Nachschuss auf die BRB. Die RB77 von Augsburg nach Füssen über Markt Oberdorf, Abfahrt in Kaufbeuren auf Gleis 1 um 14.45 Uhr. Lind 41, Baureihe 623 und Lind 81, Baureihe 620 von der BRB vom OLB-Netz. So, unsere nächsten beiden Züge sind jetzt dann zum einen der RE7 von Lindau-Reutin mit RE17 von Augsburg Hauptbahnhof, von Oberstdorf nach Augsburg Hauptbahnhof. Über Buchloe, der hat Abfahrt eigentlich um 14.42 Uhr, heute mit 6 Minuten Verspätung um 14.48 Uhr. In Kaufbeuren auf Gleis 2, Doppeleinheit Baureihe 612 von DB Regio Bayern. Und der RE79 von Augsburg Hauptbahnhof nach Kempten-Allgäu Hauptbahnhof über Kaufbeuren, Biesenhofen, Günzach.
Der Zug hat in Kaufbeuren Abfahrt um 14.52 Uhr. Soloeinheit Pisa Linkbaureihe 633 von DB Regiobahn Allgäu. Genau. Und was wir dann noch ein bisschen weiter hinten dann schon sehen werden, ist der RE 79 von Kempten nach Augsburg über Buchloe, Schwab, München, Bobingen. Der hat Abfahrt um 15.06 Uhr auf Gleis 2 in Kaufbeuern, ebenfalls Soloeinheit Pisa Linkbaureihe 633 von DB Regio Bayern. So sieht es hier übrigens aus und so schön sieht man die Berge. Einfach geil. So, da kommt der verspätete RE7, RE17. So, da kommt der Pesa. So, von hier dieser Filmstelle werden wir jetzt dann gleich den RE 79 nach Augsburg aufnehmen. Und dann husche ich noch zu einer weiteren Filmstelle. Und zwar werdet ihr es dann sehen, das ist eigentlich die Wiege meiner Zugfantasie, meiner Zugliebe, sag ich mal. Mehr dazu dann dort. Jetzt gucken wir uns erstmal hier schnell den RE 79 an. Beziehungsweise hier werden wir ein andermal aufnehmen, um noch genügend Zeit zu haben, um der andere Filmstelle zu kommen. Gehe ich gleich mal ein Stückchen weiter nach vorne für den Pesa-Link. Leute, es ist einfach richtig geil, in meiner Kindheitserinnerungen zu schwelgen und die auch so ein kleines bisschen mit euch zu teilen. Es ist einfach wunderschön hier. Wir werden hier definitiv öfters herkommen, wenn wir mal hier in der Gegend sein sollten. Ist einfach geil. Macht richtig Bock hier zu spotten. Meine Kindheitserinnerungen. Einfach wunderschön, weil hier bin ich oft als Kind, so, bis ich so circa 12 war, bis ich weggezogen bin, oft mit dem Fahrrad oder zu Fuß an der Bahnlinie gewesen, habe ganz gespannt die Züge beobachtet. Hatte tatsächlich auch meine ersten filmerischen YouTube-Versuche hier an der Strecke gemacht. Die könnt ihr auf meinem alten YouTube-Kanal Züge ÖPNV und mehr sehen, den es nicht mehr gibt. Der steht aber noch online. Die ganz ersten Videos. Auf die Brücke, auf die wir nachher noch gehen werden, die ich euch zeigen werde, dort ist es ja so. Dort habe ich mit 3 oder 4 Jahren ungefähr oft mit meinem Opa gestanden und habe Züge beobachtet, stundenlang. Ich wollte nicht mehr weg, ich habe es einfach genossen damals schon. Ich habe geschrien und war traurig, als ich dort weg musste. Und ich habe dort einfach Sachen erlebt. Einfach cool, meine ersten Makros als ganz kleines Kind. Das war einfach grandios damals. Und auch wenn sie zurückgewunken haben und geblinkt haben und Lichthupe gemacht haben. Ach, ihr wisst gar nicht, wie geil das für mich damals war, als 3, 4, 5, 6, 7, 8-jähriger Junge. Dann war ich oft zu Weihnachten dort oben mit meinem Papa. Und das waren Kindheitserinnerungen, die gerade alle wieder hochkommen. Und ich finde es einfach so toll gerade. Wunderschön. Aber jetzt warten wir erstmal den Pesa ab, ne? So, da hinten kommt der Pesa auch schon. So Leute, folgendes. Für ein Video von der Brücke, von der ich euch gerade eben erzählt habe, wird es definitiv nicht mehr reichen.
Aber ich wollte euch nicht diese wunderschöne Allee hier verpassen lassen. Von der Brücke wird es keine Videos mehr geben. Das werden wir sicherlich irgendwann ein anderes Mal machen. Da werde ich euch auch noch ein bisschen mehr von meinen Kindheitserinnerungen erzählen. Aber jetzt heute nicht mehr, denn ich muss nach Hause. Ich hänge euch jetzt dann trotzdem noch zwei Bilder an, damit ihr euch schon mal einen Eindruck davon machen könnt. Und nach den Bildern sehen wir uns dann beim Outro wieder. Also bis dann beim Outro. So, meine Lieben, ich wollte mich bei euch verabschieden und bedanken, dass ihr dieses kleine Streckenvideo mit mir heute am Ostersonntag in Kaufbeuern und Umgebung verbracht habt. Wir haben ja sehr viel spannenden Zugverkehr gesehen. Zum einen natürlich als Highlight den IC 2085 mit Baureihe 218 und IC-Wagen, aber auch ein paar Pisa Links, ein paar 612er, ein paar Linzüge, also eigentlich alles querbeet, bunt gemischt. Sollte euch dieses Video so gut gefallen haben wie mir, könnt ihr es selbstverständlich gerne teilen, liken, Lobkritik, Anregungen und so weiter in die Kommentare schreiben, den Kanal abonnieren, den Kanal teilen, den Kanal weiterempfehlen mit allen euren Freunden und Zugfans, alle anderen Videos angucken, teilen, liken, kommentieren, weiterempfehlen und so weiter und so fort. Ihr wisst es ja, ne? So, es bleibt mir nur noch anderes zu sagen als vielen lieben Dank fürs Zugucken. Und bis zum nächsten Mal dann wieder auf dem Kanal von Züge in Bayern hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, euer Robin.